Herzlich willkommen in der City Farm Augarten. Ich stehe hier mitten in unserer Microfarm, in unserem wunderschönen Garten. Und ich würde gerne heute in diesem Video mit euch einen kleinen Streifzug durch die Beete machen. Microfarm, das ist unsere Produktionszone. Da geht es um Selbstversorger-Gemüsebar, aber eigentlich auch um so den Profi-Erwerbs-Gemüsebau, aber im kleinen Maßstab. Market Garden, Marktgärtnerei heißt das Konzept, beetweise angeordnet, unglaublich vielfältig gepflanzt. Und wir haben auf sehr eindrückliche Weise hier vor Augen, was es heißt, dass immer Pflanzzeit und immer Erntezeit ist. Das gilt natürlich fürs ganze Jahr, aber jetzt im Herbst ganz besonders. Wir haben hier eine Fülle von Kräutern und Gemüsen, die fast täglich auf unseren Marktstand drüber wandern und reißenden Absatz hier in der Wiener Innenstadt finden. Aber wir haben auch einige Jungpflänzchen hier vorbereitet, die schon darauf warten, hier ins Beet zu kommen und uns für die nächste Jahreszeit, für den Winter, auch mit reichlich Blattmasse, mit Ertrag zu versorgen. Also kommt mit, wir schauen ein bisschen durch unsere Beete. Hier unser erstes Beet ist randvoll mit einem wunderschönen Gemüse, das ich euch gerne zeigen möchte. Ich bin selber ganz begeistert. Wir haben hier eine rote Rübe stehen. Aber keine normale rote Rübe, wie man sie vielleicht aus der groben Herbstbepflanzung kennt, sondern unsere Kjotscher-Rübe ist eine rote Rübe, die mit dem wunderschönen saftigen Grün vermarktet werden kann im jungen Zustand. Diese Rüben sind noch nicht groß, aber wir bündeln sie. Wir legen sie wirklich als Bündel bei uns auf den Verkaufstisch. Die Blätter kann man wie ein Mangold spinatartig verkochen. Sie sind ja auch mit dem verwandt, schauen so ähnlich aus und schmecken praktisch genauso. Und die Knollen selber werden in Scheiben in der Pfanne angebraten, schmecken wirklich zart und wunderschön zum Anschauen. Kjotscher-Rüben sind eine Pracht für sich, eine Augenfreude, ein Gaumenvergnügen. Da macht es Spaß zu ernten, hier mitten auf unserem Beet. Wir sammeln hier die letzten Sonnenstrahlen, noch die herbstlichen, damit sie da noch ein bisschen Masse zulegen, damit die Rüben noch ein klein wenig größer werden. Und da haben wir jetzt ein Vlies drüber gelegt. Hier jetzt im Herbst, das gibt noch ein bisschen einen Schub und dann geht es wirklich so richtig in die Erntephase. So, die decken wir wieder zu. Wir sind gleich am Nachbarbeet. Hier wächst Rucola und der ist jetzt wirklich innerhalb von wenigen 4-5 Wochen fertig geworden. Von der Aussaat bis zum ersten Schnitt, wir haben da schon einmal alles drüber geerntet. Unglaublich, wie rasch der jetzt wächst, denn Rucola ist ein Herbst- und Wintergemüse und hat im Sommer eigentlich in unseren Beeten kaum was verloren. Es ist ihm zu heiß, es ist der Schädlingsdruck zu groß, der Erdflock wählt ihn. Wozu? Er wächst so viel besser jetzt und hat auch aromatisch wirklich volle Power. Mit der herbstlichen Sonne im Rücken schmeckt es sich doppelt so gut. Und unglaublicher Ertrag. Ich glaube, wenn wir da eine Weile, wenn ihr ein bisschen Zeit gehabt hättet jetzt noch, und wir bleiberten da eine Viertelstunde, wir könnten dem beim Wachsen zuschauen. So gehen wir aber jetzt ins Nachbarbeet. Da wächst auch ein Gewürzkraut für uns, an dem sich ein bisschen die Geister scheiden. Ein paar Meter weiter wächst hier der Blattkoriander. Ein asiatisches Gemüse, das für koreanische und ostasiatische Fans der Küche nicht mehr zum Wegdenken ist. Ich sage euch ganz ehrlich, da koste ich nicht. Ich möchte keine unappetitlichen Bilder abgeben auf diesem Video, weil mir schmeckt es überhaupt nicht. Die Mischung aus Seife und Schildlaus, die ist irgendwie vom Geschmack her für mich nicht ansprechend. Aber unsere Gäste an den Marktständen, die lieben diesen Blattkoriander. Er ist wirklich sehr, sehr aromaintensiv. Gehen wir zum Nachbarbeet inzwischen, denn da ernten wir schon eine ganze Weile den Grünkohl. Der ist schon ziemlich aufgeastet. Blattweise wieder abgeschnitten, gebündelt, auf den Marktstand gelegt. Und das können wir den ganzen Winter über weitermachen. Und er wächst hier weiter, der hat noch einiges auf Lager, der hat noch einiges. Jetzt, wo die herbstlichen Nächte kühl werden, die Luftfeuchtigkeit steigt, da wächst er ja buchstäblich so richtig über sich hinaus. Er wächst in seine Jahreszeit. Und wir mit ihm. Unsere Salatbeete, die sind wirklich zum Bersten voll. Weil jetzt, Ende September, ist Salatpflanzzeit. Jetzt müssen wir raus mit wirklich einer unglaublichen Vielfalt an roten, an grünen Sorten, an Pflücksalaten, an Lollosalaten, Eichblatt, Batavia und wie sie alle heißen, Salanovas. Das sind die richtigen Sorten, mit denen wir jetzt auch hier in unserer Microfarm in den Herbst gehen. Wir wollen viel Blattmasse haben, den ganzen Winter über. Wir wollen mehrmals schneiden und deswegen haben wir da wirklich ordentlich ausgepflanzt und
es geht schon Richtung Wachstum dahin. Also da ist schon einiges auch zu sehen an Blattmasse. Daneben wächst der Mangold, der steht schon eine ganze Weile hier. Den haben wir schon lange beerntet. Wir nehmen immer die äußeren Blätter weg. Und mit diesem Mangold gehen wir auch in den Winter. Der hat uns noch viel zu bieten. Zumindest im beginnenden Winter, wenn Temperaturen unter minus 10 Grad gehen, dann werden die Außenblätter ein bisschen beleidigt. Er ist im Herbst noch gesund, aber wir haben vielleicht ein paar Blattverluste außen zu verzeichnen. Auf jeden Fall bitte den Mangold nie im Herbst räumen, sondern wirklich über den Winter stehen lassen. Räumen können wir ihn später, im zeitigen Frühjahr immer noch. Wir haben ihn einfach länger genutzt, wir haben mehr davon. Beim Spinat sind wir mitten in der Ernte. Der erste Schnitt, den haben wir hinter uns. Junge Spinatblätter sind köstlich in Salatmischungen, in unseren bunten Tassen, in unseren Säckchen. Aber die reiferen, kräftigeren, fleischigeren Blätter, die sind halt klassisches Koch- und Spinatgemüse. Also auch da ist noch einiges zu holen. Aber wir haben auch schon junge Salatpflanzen vorbereitet. Sobald die roten Rüben abgeerntet sind, kommt der frische Spinat ins Beet. Lückenlos, kann man sagen. Und das ist so vielleicht das Grundprinzip alles Marktgärtnerns ist, sobald sich eine Lücke auftut, wird sie schon wieder gefüllt. Eine unglaubliche Produktivität, ein unglaublicher Überfluss in allen Jahreszeiten, der nicht nur irgendwie unsere Teller versorgt, sondern den Erwerbsgärtner auch mit einem regelmäßigen Produkt auf dem Markt auftauchen lässt. Das ist das Schöne am Marktgärtnern. Wir leben es hier und dieses Konzept wäre so erfolgreich und so vielversprechend, auch im größeren Stil, unsere Gesellschaft das ganze Jahr mit Frischgemüse zu versorgen. Hier im nächsten Beet haben wir auch wieder eine interessante Kombination. Die Wintergresse oder Barbaragresse steht im Freien. Die ist im Winter extrem robust. Wir ernten blattweise. Was für Mischungen. Wir können richtige Aufstrichmischungen, Kräutermischungen für das Butterbrot, für den eigenen Aufstrich bieten. Mit einer pikanten Würzigkeit, mit einer kresseartigen Schärfe, die so richtig Leben auch in den Winter bringen. Also da haben wir unser Beet dafür schon vorbereitet. Und hier sehen wir wieder Salate unter der Fließabdeckung. Noch einmal ein bisschen eine kleine Beschleunigung beim Anwachsen, sodass wir auch zeitlich kleine Staffelungen zusammenbringen. Wir wollen zum Schluss nicht alles gleichzeitig fertig haben. Wir wollen ein bisschen auch da, also zeitlich uns ein bisschen eine Staffelernte ermöglichen. Und deswegen haben wir da in unserem ersten Beet auch einen kleinen Folientunnel aufgebaut. Dieser Mini-Tunnel ist mit geringstem Aufwand zu machen. Wir machen das mit solchen Federstahlstäben, die in den Boden gesteckt werden. Es wird eine Folie drüber gezogen, die wird einfach mit Säcken beschwert, mit diesen, ihr seht es hier ganz gut, dass sich dadurch eigentlich ein kleiner geschützter Bereich ergibt, der den Salaten vor allem jetzt das Einwachsen auch erleichtert und die erste Wachstumsphase beschleunigt, sodass wir dann schon ein bisschen produktiver in den Winter hineingehen. Wichtig, jeden Tag lüften, gut öffnen, es muss natürlich frische Luft rein, es darf nicht zu viel Wasser, Kondenswasser entstehen. Auch die Sonne kann jetzt im Herbst noch ziemlich warm werden da drinnen. Wir haben das tagsüber aufgelüftet. Am Abend wird wieder zugemacht und so muss man ein bisschen dahinter sein, dass da auch die richtigen Luftverhältnisse da drinnen herrschen. Ja, und in diesem Beet hier seht ihr Karotten. Karotten zu spät gesät, dass sie im Winter fertig werden. Die haben wir erst wirklich Ende August ausgesät. Das geht sich nicht mehr aus bis Weihnachten. Aber es sind Überwinterungskarotten. Die werden im nächsten Jahr fertig werden, wenn der Winter eigentlich schon vorbei ist. Wir wollen ja lückenlos anschließen, auch in der Hinsicht. Und das ist ganz wichtig, auch schon so weit vorauszudenken, denn die nächste Hungry Gap, wie die Engländer sagen, kommt bestimmt. Das ist der Zeitraum nach dem Winter, der irgendwie uns besonders armselig irgendwie zurücklässt, weil wir dann warten müssen, bis so das richtige das Jahr erst wieder in Gang gekommen ist, frisches Gemüse von den Beeten wieder zu gewinnen ist. Und da schafft uns das Überwinterungsgemüse einen kleinen Zeitvorsprung, den wir voll nutzen. So eine Buntkarotte im April zu Ostern ist auch ein wunderbares Produkt, das wieder gebündelt auf unseren Marktstand kommt. Wir haben eine kleine Reise gemacht durch unsere Microfarm. Es ist eine unglaubliche Vielfalt, jetzt zum Ernten, aber jetzt auch zum Pflanzen. Wir denken voraus, wir denken an die nächste und übernächste Saison. Und so ist unser Selbstversorger oder Mini-Profi-Garten immer unglaublich vielfältig, ergiebig und extrem reichhaltig.
Wir freuen uns auf das nächste Video und auf euer Wieder-Dabeisein.